Die App zur Social-Media-Plattform TikTok muss von allen staatlichen Diensthandys gelöscht werden. Das hat der Innenminister heute verkündet. Österreich zieht damit bei einer Regelung nach, die in vielen anderen Staaten bereits besteht, und zwar aufgrund massiver Sicherheitsbedenken durch die App. Wer Jugendliche erreichen will, schafft das am besten auf TikTok. Um die Gunst junger Wähler werben auch Politiker. Eben jene müssen das Videoportal nun von ihren Diensthandys löschen. Auf privaten Geräten ist die Nutzung weiterhin erlaubt. Das Innenministerium folgt der Empfehlung einer Arbeitsgruppe zur Datensicherheit. Demnach sei im Sinne der Informations- und Datensicherheit TikTok auf Diensthandys von Bundeseinrichtungen zu entfernen und zu untersagen. TikTok gehört einem chinesischen staatsnahen Konzern. Datenschützer und Geheimdienste befürchten, dass die Regierung auf Daten zugreift, was das Unternehmen bestreitet. Aus Angst vor Spionage haben bereits zahlreiche Länder TikTok auf staatlichen Diensthandys verboten. Für den Experten ein richtiger Schritt, aber TikTok ist nicht gefährlicher vom Datenschutz her, als das Facebook ist. Beide Apps sammeln unheimlich viele Daten über uns und kooperieren auch mit anderen Geheimdiensten. Das heißt, man müsste sich eigentlich auch die Frage stellen, wieso schützt man sich vor China und nicht auch vor amerikanischer Spionage? Statt einzelner Verbote sei es wichtiger, dafür zu sorgen, dass sich Konzerne an europäische Datenschutzgesetze halten.